So, guten Morgen, Freunde. Wir haben es 4.52 Uhr. Die Tür klingelt schon. Samis Eltern sind da. Wir müssen uns beeilen. Wir fahren jetzt nach Frankfurt. Viel Spaß in diesem Video. Schönen guten Morgen. Wir starten mit der Autobahn. Und zwar mit der A94 Passau Richtung München. Gut. Ja, alle Ärzte sind ja in Ordnung. Fertig. 7 Uhr. Noch 2 Stunden Fahrt. Wie geht's? Was sagen Sie zum Thema Impfen und Corona? So, Freunde, wir sind angekommen in Frankfurt City. Hier sieht man die Skyline hinter mir. Und jetzt gehen wir ein bisschen mit Samis Eltern durch die Stadt, Kaffee trinken, essen. Und dann am Ende dieses Videos werden wir den wahrscheinlich Frankfurts besten Döner probieren. Heute sieht Frankfurt äußerst gut aus, so richtig typisch frankfurterisch. Weil so richtig so neblig ist und dunkel und grau. Also hier gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Gebäude ist. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, was das hier für ein Kaffee ist. Sieht aber ziemlich cool aus. Eine Ewigkeit später. Hat das Kaffeechen gemündet? Mhm, Chai Latte habe ich. Was eine Skyline. Das ist Deutsche Bank, oder? Jawohl. Commerzbank. Und das hier ist Lindt-Gebäude, Schokolade. Und was ist das da hinten für eine Bank? Sparkasse und dahinter? Deutsche Bank. Ah ja, Deutsche Bank, hier steht es auch, ja. Und, wie gefällt dir Frankfurt bis jetzt? Gut. Gut? Aber ich würde hier nicht wohnen wollen. Gut zum Shoppen. Gut zum Shoppen, weiter geht's. Was hast du gekauft? Fenty Refill von Butterdrop. Diese Creme ist die beste Body Lotion, die ich je, oder Body Cream, die ich je hatte. Also bitte alle nachkaufen. Kannst du weiterempfehlen? Kann ich weiterempfehlen. 12 von 10. Wir haben Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht. Wirklich, nur ein bisschen. Aber ansonsten ist es ziemlich trocken. Das ist gut, dass wir da waren. Das ist sehr. In welchem waren wir gerade? Hier in dem Café Hauptwache waren wir gerade. Gibt es seit 1904. Wie alt war dieses Gebäude, wo wir gerade Kaffee getrunken haben? Ich weiß nur 1904 erbaut. 1671 wurde diese Hauptwache erbaut. Aber das Café gibt es seit 1904. Wie alt warst du 1671? Mal auf, nicht da. Aber wie alt minus? Weiß ich nicht, lass mich. Also das Gebäude, wo wir Kaffee trinken waren. Alter, da ist einfach ein Tropfen auf der Linse. Also das Gebäude, wo wir gerade Kaffee trinken waren, war die Hauptwache. Die Hauptwache wurde 1671 gebaut. Also ihr könnt euch jetzt mal ausrechnen, wie alt dieses Gebäude ist und wie alt dieser Cappuccino war, den wir getrunken haben. So, Freunde, jetzt geht's zurück zum Auto. Und dann ab zum Döner. Ihr könnt ja jetzt schon mal reinschreiben in die Kommentare, welchen Döner wir testen, wenn ich sage, wir testen den besten Döner Frankfurts. Unten reinschreiben. Ja, ich dachte, du brauchst was. So komisch ist es. Ich wollte jeden von unserer Kosmetik tun. Hallo. Offenbar wurde FFFF. FFM06069. So, Freunde, wir sind da. Ich habe ihn schon aus dem Fenster gesehen. Der Spieß sieht mächtig aus. Salam Abi. Darf ich bei dir drin filmen? Schön ist da. Darf man bei dir drin filmen? Hä? Darf man bei dir filmen? Ich komme nur, um den Döner zu probieren. Jetzt ja. Ich will nur deinen Döner testen. Woher kommst du? Aus München. Aus? München. München? Ja. Bei YouTube oder was? Ja, vielleicht. Hä? Überlege ich mir noch. Wenn er gut ist, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Kein Problem, mach so. Okay. Okay, Freunde, wir befinden uns vor... Ich habe den Namen sogar vergessen, verdammt nochmal. Wir befinden uns vor Köylü, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ich würde einfach mal sagen, wir probieren. Der Spieß sieht auf jeden Fall riesig aus. So, beeindruckendes Teil.
Und ich würde einfach mal sagen, so, ich hätte gerne einen Döner komplett. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, Chef. Das ist der Chef. Ich will einen Döner komplett, so wie du denkst, dass er am besten ist. Gerne. Der Spieß ist groß, wie viel Kilo? Ist das, wenn wir frisch machen, dann 80 Kilo. Aber jetzt ist mindestens 60 Kilo. Okay. 20 Kilo. Ihr macht Fleisch alles selber, gell? Ja, alles selber. Wir machen alles selber. Auch selbst gemacht? Alles selbst, alles selbst. Okay, okay, okay. So, Salat mit allem? Alles komplett, so wie du denkst, was am besten ist. Mit Knoblauchsoße? Was hast du für Soßen? Was würdest du sagen, was am besten ist? Beste ist Knoblauch? Knoblauch. Okay, aber nicht zu viel, nur ein bisschen. Ja, gerne, ein bisschen. Ich will das Fleisch noch schmecken. Ein bisschen scharf auch, Chili? Ein bisschen scharf geht auch, ja. Perfekt. Wenn Sie essen fertig, komme ich zum Bezahlen und einfach dann sagen Sie, wie viel Punkt. Okay. 10 Punkt oder 9 oder. Mach ich. Sieht man mich komplett? Hältst du auf mein Gesicht oder wo? Warum ist mein Gesicht nicht Mittelpunkt? Okay, Freunde, wir haben den Döner. Er sieht auf jeden Fall, ich sag mal, gut aus. Eine Tomate, das finde ich clean, das Fleisch sieht gut aus. Nicht zu viel Soße, habe ich aber extra gesagt. Zwiebeln, wir machen jetzt keine Wissenschaft draus, sondern wir beißen einfach rein und schauen, wie er schmeckt. Das Brot ist selber gemacht. Okay, also was ich hierzu sagen kann ist, das Fleisch hat einen guten Geschmack. Ich bin aber ehrlich, die ersten drei Bisse, die ich jetzt genommen habe, ich habe nur Fleisch bis jetzt gehabt. Also man könnte es ein bisschen schlauer aufteilen mit dem Brot. Das Brot ist sehr, 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 sehr lecker. Es ist ein guter Döner, sehr gutes Fleisch, sehr frisches Gemüse, super warmes Brot, knusprig und trotzdem auch weich. Sehr angenehm zu essen. Ich will hier keine Punkte vergeben. Ich finde ihn gut, also ich würde auf jeden Fall super gerne wiederkommen. Wenn ich in Frankfurt bin, kann man diesen Döner auf jeden Fall essen und probieren. Ist ein super Döner, sehr, sehr lecker. Willst du probieren? Ja. Der ist gut, oder? Gut, ja. Ich finde ihn auch gut. Ich finde auch, obwohl da jetzt nicht viel Soße drin ist, hat das Fleisch einen guten Geschmack, gell? Mhm, das mag ich. Aber bei dir kann es mehr Soße sein. Okay, der schmeckt dir wirklich, sonst würdest du dir nicht so zubeißen. Chapeau, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Punkte! Ich will dir keine Punkte vergeben. Nein. Ich würde ihm 8,5 geben. 8,5. Ich habe einen Döner gegessen, der ist besser, glaube ich. Aber der ist sehr gut, sehr, sehr gut, Abi. Köylü Döner in Frankfurt. Es ist ein super runder Döner, sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Der Chef ist super nett. Ich weiß nicht, was hier ein Döner kostet. Ich glaube 6 Euro und schaut selber. Wenn Samir den Döner auf isst, heißt das sowieso, er ist gut. Ja. Dankeschön, ciao, ciao. Bitte schön, tschüss, schönen Tag noch. Also Freunde, hier um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, sehr netter Besitzer, sehr guter Döner, sehr gutes Fleisch, sehr gutes Brot, sehr frisches Gemüse. Wie viele Punkte würdest du geben? Ja, auch 8,5. 8,5. Wir empfehlen ihn weiter. Samir und Randy Siegel ist drauf. Schaut auf jeden Fall vorbei. Man geht nicht über Rot. Sami, man geht nicht über Rot, habe ich dir schon mal gelernt. Also hier kommt das Öl alles. Gib her. Ich nee, du kannst nicht wegen deiner Kamera. Doch, gib her. Ich esse ihn, du willst ihn nur essen. Gib ihn her jetzt. Nein. So, Freunde, der Döner war gut. Und jetzt geht's auf die Autobahn Richtung Würzburg. Wahrscheinlich zu einem guten Freund in sein Restaurant. Das kann man auf jeden Fall auch noch mitnehmen. So, wir sind jetzt in Würzburg nach gefühlt 3 Stunden Schlaf im Auto und wir gehen essen. So,
Lecker. Lecker. Wäre gut. Sieht aber gut aus. Geht. Knusper Ente. Und ist sie gut? Vorzüglich. Hau rein. Ganz schön essen. Vietnamesisch. Ich bin bewegt von einem Deutscher, wo er kleine Sticker. Meshi. Kolo Meshi. Kolo Meshi. Jetzt leben wir. Komisch. Good resistance. Sowjetburg. Wir fahren nach Hause. Ah! Ronne! So Freunde, wir sind fertig. Das war Nushu Restaurant. Das war Frankfurt, Würzburg, Randy zuckt, nur wenn man München. Aber ich frage die jetzt ab wo. Überall wird hier diskutiert. Liken, kommentieren, abonnieren. Schönen Abend. Peace.